Willkommen zurück, eine neue Folge Dawn of War 2 Chaos Rising, mitten hier in den, ja, Trümmern von, mittlerweile eigentlich schon fast Trümmer von Meridian. Weil viel ist ja nicht mehr über, wenn du mal guckst. Ja, Also, ne, wenn du überlegst, ist gar nicht so lange her. Wie lange war ist gar das? nicht so lange her, das ist 1000 Jahre. Nee. Nein. Die Nee, erste weniger. Kampagne ist doch keine 1000 Jahre her, das sind die gleichen Leute. Stimmt. Das waren irgendwie drei Ja, oh, Jahre und oder das so, sind oder? Space Marines. Space Marines leben ein bisschen länger. Aber die leben auch keine 1000 Jahre. Doch, 1000 Jahre halten die sogar. Nee, aber The Roaster wird nicht so lange durchhalten, deswegen stimmt schon. Nee, das war irgendwie nur ein paar Jahre her. Hier sind Ja. auch noch Reste von Tyranniden-Wurzeln. Also, das war Ja, irgendwie nur ein okay, Jahr oder so. dann. Ja. Also, Wobei, wenn es klar. scheiße läuft, läuft es richtig scheiße. In dem einen Jahr kommt Tyranniden und Elder und ein Jahr später kommt plötzlich das Chaos wieder zurück. Was will man denn mehr? Warum stehe ich eigentlich außerhalb von deinem Dingen? Weil mein Ding jetzt kaputt ist. Ich wollte sagen, in dem Moment machte es plöpp und es war weg. Das eigentlich. Ich kümmere mich mal drum, ne? Tust gar nicht. Doch, wohl. Hab ich voll. Unser Skriptor ist gekommen und nutzt Das die Problem ist Möglichkeit, einfach, dass der echt nichts aushält, der Typ. ne. Jetzt ist natürlich die Frage, wie die Chaos Space Marines von. Wie ist der andere? Oh, ich habe bei WhatsApp eine Nachricht bekommen. Ich Mehrere habe sogar. keine Ahnung, wie der Adris. Ja, ich Aurelia meine. war es. Ja, Aurelia kann es auch sein, ja. Ja. Aurelia war es, ja, Aurelia war es. Lass mal weitergehen. Dann Bevor ist. du hier Ja, wir voll den gehen Reden weiter. schwingst. Ja. Ne, ich habe nur gerade überlegt, wie die Space Marines hier hingekommen sind auf dem Planeten, aber die haben ja quasi. Waren ja mal. Also die Chaos Space Marines waren ja mal normale und die haben dann einfach. Geht denn da ab? Kultisten Ich hab schon was. kämpfen gegen Kultisten. Rechts oben ist irgendwas Gelbes. Vielleicht sollten wir dahin. Oder? Auch nicht. Alter, nice. Oder wir machen hier einfach alle. Guck mal hier, ich werf da mal was rein. Hallo? Wenn das Spiel mich lassen würde. Ich habe keine Dinger mehr. Scheiße. Ich spring da mal rein. Ich schnapp mir mal die Kultisten. Ich glaube, ich spiele den Typen auch total falsch. Ich glaube, das ist eigentlich Fernkampf. Gensaaterneuerung. Ja, ich glaube, Tür ist der Fernkampf. Warum soll er nicht Fernkampf sein? Ich gerade voll viele Nahkampfskills bei dem habe, die übelst viel Damage machen. Hä? Da war gerade noch irgendein Typi. Ich glaube, wir müssen da hinten hin. Kann das sein? Ja, kann sein. Ich höre Sprung zu dieser Position. Oh. Nein. Schön, euch wiederzusehen. Oh, direkt davor. Ich erinnere mich gern an unsere Kämpfe auf Kronos. Fuck. Sagt Kommandant Thule, dass sein alter Freund Eliphas sich freut, ihn zu sehen. Verbündete Infanterie vernichtet. Fuck. Ich kümmere mich um den Cyborg. Du kümmerst dich um den Cyborg? Ja, solange du mir Deckung gibst. Der ist schon weg. Cyborg. Ja, der. Ach so, der lebt noch. Der sah gerade aus, als wäre er schon kaputt. Du bist witzig, solange du mir Deckung gibst. Ja, meine Devastoren müssen nur schießen können. Oh, das ist ja sogar ein Boss. Ach. Hab ich gar nicht gecheckt. Au, 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 au. Vernichtet sie.
Aua, aua. Kümmere mich mal um die Typen, die hier hinten rumstehen. Achso, das bist du. Aha. Hi. Also ich hätte noch einen Landungskapsel für alle Fälle. Nee, brauchen wir nicht. Nee, ne? Also wenn du willst, kannst du den für Tadeus einsetzen, aber... Achso, nee, mach rein. Lohnt sich. Wenn nicht, dann halt nicht. Bodenkontrolle an Landung. Die Aufrührer ziehen sich zurück. Zu spät. Plus 1 Korruption. Ja. Dies ist Ketzerei großen Ausmaßes. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch aufpassen, dass wir nicht selber zum Chaos überlaufen. Gott. Ja, toll. Niemand kann den Kreuzzug der Rechtschaffenden aufhalten. Oh, fuck. Wildheit 5. Widerstand 3. Oh, guck mal, immerhin 3 in Geschwindigkeit. Was kann ich für das? Ja. Diesmal sind wir besser. Und eine verfluchte Servorüstung, geil. Die ist für Eskard. Die ist für Eskard. Nee, keine Ahnung, ob die Sinn macht. Das sind schlimme Neuigkeiten. Wir dürfen es dem Chaos nicht erlauben, unsere Rekrutierungswelten zu überlaufen. Die Verräterlegionen müssen ihre Basis auf Aurelia haben, Kommandant. Kehren Sie sofort dorthin zurück und jagen Sie sie. Haben wir vor. Natürlich werden wir sie jagen. Wir werden sie nicht nur jagen, wir werden sie auf dem Erdboden gleich machen. Wenn das Spiel bei dir lädt. Ja, der klabert mich noch voll. Immer noch. Okay, warte. Ach, mal, ich Scheiße, klick mal eben. Leuchtet rot. Warte, ich klick mal eben auf DeRosa und auf Jonah. Kommandant, vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass die Rebellen sich mit dem Chaos zusammentun. Glauben Sie es? Ja. Sergeant Avitus hat recht. Abstreiten hilft nur dem Feind. Wir haben Aufzeichnungen der Rebellen mit der Position ihrer Hauptbasis gefunden. Sie ist auf Aurelia. Das Haus Vandis operiert dort seit den ersten Tagen der Tyranniden-Invasion. Ich entsende sofort Truppen nach Aurelia. Es wird Zeit, die Basis auszulöschen und diese Ketzerei zu beenden. Jetzt sagen Sie wahre Worte, Gouverneurin. Na, geht doch. Endlich ist sie mal auf unserer Seite. So, Jonah, was mit dir? Kommandant, ich fürchte, dass die Warp-Energien der Verräter uns übel mitspielen. Mitspielen? Wie, Skriptor? Der Einfluss des Chaos ist eine mächtige Sache. Selbst die kürzeste Begegnung kann eine Seele verderben. Wir sind keine Verräter. Vielleicht nicht, Cyrus, aber Korruption kann subtil sein. Jeder Schritt entlang des Weges kann unbedeutend scheinen. Aber zusammen führen sie zur Finsternis. Bei der Begegnung mit den Lakaien des Warp bleibt keine Entscheidung ohne Konsequenz. Toll. Sehr ermutigend. Mhm. Sehr ermutigend. Oh, guck mal. Moral, was ist hier unten? Ach, guck mal, da gibt es noch verschiedene... Was ist das denn? Ach, das ist wahrscheinlich das mehr, wie wir mit den Spielen, desto geilere Sachen kriegen die dazu. Ja, was ist denn das zweite? Huch. Energiegeneration wird minimal, aber die Einheit gewinnt mit jedem Feind, den sie tötet, Energie und Gesundheit. Okay. Interesting. Alter, hast du die Rüstung gesehen mit der Korruption drauf? Die Chaosrüstung? Warte mal. Wir haben eine rote Chaosrüstung. Ja. Die ist richtig geil. Ja, deswegen ist da auch Korruption drauf. Ich frage mich nur gerade, wo wir einsehen können, wie viel Korruption die Einheiten haben. Ja, das ist auch eine gute Frage. Weil ich sehe nichts. Das sieht für mich alles... Oh, Update für Cyrus. Könnte irgendwas Tolles machen. Was ist hier? Bitte was? Spenden Sie diesen Gegenstand, um eine verbesserte Version zu bekommen. Was? Die verfluchte Servorüstung. Die du haben wolltest. Ja gut, die hat ja negative Rüstungswerte. Kannst du ja einfach mal machen, mal gucken, was passiert.
Das Ding hat plus 1 Wiederherstellung, also. Ja, klar. Das ist mir auch klar. Verliehene Ausrüstung. Okay, was heißt das jetzt? Keine Negativ-Dings mehr. Ah ja. Cool. Okay, warte mal. Das Ding ist Stufe 13 Bolter. Den braucht, glaube ich, keiner von uns. Warte mal. Doch. Oh, Verbrauchsgegenstände. Tarkus braucht sowas. Obwohl, warte, Stufe 13. Nee. Huch! Was ist das denn? Was? Der verfluchte Bolt, Alter! Ist das Ding geil! Der verfluchte. Alter! Heftig. Ich glaube, wir müssen zu Carspace Marine werden. Ich glaube auch. So, aber springen brauche ich ja nicht mehr. Dann kann ich wieder den Helm reintun. Und ich kann wieder Fragmentgranaten reinpacken. So, ich habe hier ein Einhandschwert. Energiewaffe, ist die denn besser? 56 Schaden? Nö. Das Ding ist grau. Weg damit. Ganz ehrlich. Stufe 20 Bolter. Erfordert Korruption, Stufe 6. Und der gibt noch mal plus 3. Das ist ganz schön heftig. Ich weiß nicht, wo man das sieht. Doch, ich weiß, wo man das sieht. Klar, ich bin doof. Unten die Leiste ist ganz links, ist. Wie heißt das? Wiederherstellung und ganz rechts ist Chaos. Ah, warte. Stimmt, das ist was ganz, ganz anderes. Weil desto weiter das ist, desto weniger Zeug haben wir. Ich gucke hier gerade beim Skriptor. Da steht Reinigen. Reinigen ist meine Heilfähigkeit. Die scheine ich dann wegzuhaben. Die scheine ich dann nicht mehr zu haben dadurch. Soweit das voranschreitet. Das kann sein. Ja, ich verstehe. Was natürlich je nach Waffe und je nach Item von Vorteil sein kann. Warte mal, ich kann zum Beispiel mit Eskard habe ich jetzt der Kriegsschrei, bla bla bla, das erste hat man ja schon. Ich habe die Blutlust ändert sich. Habe ich die Blutlust hier auch so drin? Ich habe generell Blutlust. Ich habe keine Energieregeneration mehr, aber ich kriege Energie und Gesundheit für jede Einheit, die ich töte. Ja. Und ich habe, wenn ich mit zum Sieg stürme, so wie jetzt momentan, hier. Das ist. Wo ist denn die Fähigkeit? Zum Sieg. Rennen Sie durch Objekte, lähmen Sie Feinde. Das ist dann demoralisiert das Zurückstoßen der Feinde. Okay, das senkt deren Angriffsschaden dann noch. Also bei Eskad bringt das eigentlich eher Vorteile. Wenn ich den Hoffnungsbringer jetzt nehmen würde, dann hätte ich wieder eine Korruption von 0. Weil ich jetzt momentan Korruption von 1 habe. Und der macht plus 1 Wiederherstellung. Das heißt, ich habe den dann wieder, bin wieder bei 0. Ja. Brauchst du die Kriegsschwerter? Kriegsschwerter? Ich kann keine Kriegsschwerter. Also die Schwerter? Die Psi-Schwerter kann nur Jonah tragen. Ah. Von daher brauchst du mich nicht fragen. I don't need them. Und wenn die nicht gut sind, dann sowieso nicht. Wie kriegen wir denn die Terminatorenrüstung repariert? Da steht mir reparieren. Aber wo kriegen wir denn Tech Marine her? Mission. Okay, ich hatte das befürchtet. Ich fliege uns schon mal zurück nach Aurelia. Ja. Oh, da gibt es ein neues Sniper-Gewehr, endlich mal. Kann ich Thaddeus wieder wegpacken? Chaos. Okay, Jonah, was los? Kommandant, ich habe jetzt die Gegenstände, die auf dem Schlachtfeld geborgen wurden. Ich befürchte, dass einige davon störende Psi-Echos abstrahlen. Ich rate bei diesen Gegenständen zur Vorsicht, Kommandant. Okay. Das heißt, er rät uns gerade, dass wir nicht zu viel korruptes Zeug mit uns rumschlemmen. Hi. Aber, do we care? No, we don't. So. Und das ist eine Laserkanone im Übrigen. Ja. Thaddeus hat Sprengladungen und Melterbomben.
Ich pack die Melterbomben mal wieder raus. Weil die kann ich damit Cyrus, glaube ich, nehmen. Wobei, ja, der hat Fernzündungsminen. Dann nehme ich lieber die Melterbomben, weil wenn wir gegen das Chaos spielen, ne, Cybots und Panzer. Zumindest die Möglichkeit da, dass die kommen. Und, Cyrus hat auch keine... Warte, nee, ich nehme dann, glaube ich, lieber die Plasmakanone bei dem. Ja, ich nehme die Plasmakanone bei dem. Du nimmst die Plasmakanone? Weg. Ja, ganz einfach, weil dann habe ich wieder 2 Punkte mehr. Verstehe. In Reichweite und dann habe ich die nächste Fähigkeit. So, David Tool haben wir zur Massenabwehr. Ja. Dann passt das bestimmt irgendwie. Also nichts bei, was ich Cyrus jetzt irgendwie geben kann, ist nur Crap. Naja, egal. Muss reichen. So, dann lass uns mal, Gott, Eiswerk Minos. Dann lass uns mal hören, was die so zu erzählen haben. Kommandant, jetzt ist die Zeit zurückzuschlagen. Die Black Legion operiert von einem gut befestigten Industriekomplex auf Aurelia aus. Sie müssen in diesen Komplex eindringen und die Verräter darin besiegen. Okay, ist kein neues Laserschwert für mich. Du sollt, hast du mal den grünen Tipp gelesen? Vielleicht solltest du den Cyborg mitnehmen. Deswegen habe ich den Cyborg dabei. Ach, okay, habe ich gar nicht gesehen. So, was wissen wir über diese Einrichtung? Es handelt sich um eine Geothermiestation. Das Haus Vandis hat sie errichtet, als Aurelia aus dem Warp zurückkam. Sie scheint das Zentrum der Machenschaften mit der Black Legion zu sein. Die Black Legion. Guck mal, Tarkus hat auch noch was zu erzählen. Eine Warnung bezüglich des Chaos Space Marines Eliphas. Kennt ihr den? Kommandant, wenn das wirklich der Eliphas von Kronos war... Das war der Typ mit Tool. Ja. Dann müssen wir mit einer Falle rechnen. Eliphas hat sich auf Kronos durch wiederholte Betrügereien einen Namen gemacht. Tarkus hat recht. Eliphas ist ein gefährlicher Feind. Trotzdem müssen wir den Komplex einnehmen. Ja. Okay, so, Verteidigung, wie sieht's da aus? Oh, die eingesetzten Trupps werden korrumpiert, wenn die Basis der imperialen Armee zerstört wird. Okay. Aha. Rechnen Sie mit gut verschärften Vielleicht nicht so doof zu wissen. Streitkräfte der imperialen Armee haben bereits einen Brücken. Also von mir aus kommen wir. Lass den erstmal zu Ende erzählen. Der Feind ein Warp-Schild errichtet hat, um Schlüsselbereiche der Station zu schützen. Schalten Sie diesen Schild aus und säubern Sie die Einrichtung, Kommandant. Kommt das bei dir nicht? Doch, bin schon durch. Ja, wenn du mal bald draufklickst. Gut, dann lass uns einmal entsenden und dann ist, bis wir da gelandet sind, ist wahrscheinlich auch die Folge vorbei. Ja. Ja. Sei denn, du brichst den Countdown ab. Okay, guck mal, lass mal eben lesen. Aha. Ah, okay. Das ist optional, ob wir mehr Chaos, Korruption in uns aufnehmen wollen oder nicht. Verstehe. Ja, die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Das ist eben die Frage. Momentan haben wir eigentlich, müssten wir eigentlich mehr Korruption haben, weil wir viel geilere Waffen und so einen Kram haben dafür. Oh. Diese Imperialen haben wieder Probleme. Verräter mit schweren Waffen nageln sie fest. Bleib mal stehen. Wir müssen diese Stellungen des Chaos eliminieren. Die überrennen aber! Ja und? Wir verhätscheln sie bei jeder Gelegenheit. Verbündete Streitkräfte werden angegriffen. Du musst sie retten. Voll nicht. Doch. Und die Gegner, da sind die Gegner.
Ein Cyber ist tot. Ich kümmere mich um die Sniper-Typis. Wäre sehr schön, wenn wir die Sniper da hinten wegholen können. Ja, ich bin dabei. Aber ich habe auch sowas wie Cooldown. Geht nicht. Kommen wir uns noch mehr. Alter. Und hier leben alle? Ja, gerade noch. Okay. Dann rennt der Arsch in den Nahkampf, weiß auch keiner. Ja, oder so. Achso, hier ist ein Arbeit. Alter, was die Dinge aushalten. Ja. Ich geb dir mal Deckung. Na, finally. Oh, danke. So. So, stehen bleiben. Jetzt kommt erstmal ein Video. Blood Ravens. Gut, dass Sie das war klar. Kommandant. Berichten Sie, Soldat. Ja, Sir, natürlich. Der Feind ist gut verschanzt und hält die gesamte Einrichtung. Nach allem, was wir sagen können, stehen wir hier größeren Zahlen Chaos Space Marines sowie Vandis-Ketzern gegenüber. Sie haben einen mächtigen Warp-Schild um den zentralen Teil der Einrichtung errichtet. Auspex-Scans zeigen eine Energiestation im Norden. Der Schild muss seine Energie von dort beziehen. Dann werden wir die Station einnehmen. Wir konnten hier bereits ein Feldkommando einrichten, aber wir müssen noch weiter vorrücken. Alright, gut, dann müssen wir, laufen wir nicht besser nicht geradeaus durch, sondern, ja. Mach schnell die Imperialen mal auch schon wieder komische Sachen. Genau, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, macht's gut.